Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute mit der Frage, wie man unerwünschte Einflüsse beim Bogenschießen ausblenden kann. Und zwar hat die Frage der Karl Feiern gestellt bei irgendeinem Video das letzte Mal. Das ist eine interessante Frage, wie ich finde. Und hat eben auch angemerkt, dass er, wenn jetzt eben versucht, bewusst zum Beispiel einen störenden Baum auszublenden, dann erst recht diesen Baum trifft. Und dieses Problem kennen wir Bogenschützen, glaube ich, alle in der einen oder anderen Weise, dass wir eben versuchen, irgendwie ja, einen Baum auszublenden oder den Stein hinter dem Ziel auszublenden oder irgendwas halt auszublenden, und dann passiert uns genau das, was wir eigentlich nicht wollten. Und da ist das große Problem dabei, dass unser Bewusstsein, wir Menschen, sind nicht in der Lage, bewusst nicht an etwas zu denken. Ja, klassisches Beispiel, wenn ich zu euch jetzt sage, denkt bitte nicht an einen rosa Elefanten, ja, bitte denkt nicht an einen rosa Elefanten, dann habt ihr automatisch das Bild vom rosa Elefanten im Kopf. Ja, und auch wenn sie jetzt dann zwanghaft denkt, ich darf jetzt nicht an einen rosa Elefanten denken, beschwert sich damit immer mehr das Bild vom rosa Elefanten herauf. Und das verschwindet dann nicht, solange sie versucht, nicht an den rosa Elefanten zu denken, weil eben immer wieder der rosa Elefant vorkommt. Und dasselbe Prinzip habe ich jetzt natürlich beim Bogenschießen, weil ich mir denke, ich darf nicht drüber schießen oder nicht drunter schießen oder was auch immer, dann habe ich dieses drüber, drunter irgendwo im Bewusstsein, und die Wahrscheinlichkeit, dass mir dann genau das passiert, eben durch das, dass ich es mir ins Bewusstsein gerufen habe und dann mein intuitiver Bewegungsablauf diesen Gedanken irgendwie folgt, ist natürlich eine relativ große Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir um damit? Also wie gesagt, wir können eben nicht bewusst nicht an irgendetwas denken. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie man ein Bild, weil unser Kopf, unser Gehirn arbeitet mit Bildern, wie wir ein Bild wegbringen aus dem Kopf, ist, dass wir es durch anderes Bild, andere Bilder ersetzen. Ja, das heißt, wenn man jetzt der rosa Elefant stört, dann kann ich zum Beispiel versuchen, an einen braunen Bären intensiv zu denken, und dann tritt der rosa Elefant, wenn ich Glück habe, ein bisschen in den Hintergrund. Oder ich schaffe es einfach, meine Gedanken ziehen zu lassen, bei keinem bestimmten Bild hängen zu bleiben in meiner Wahrnehmung, funktioniert auch. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan. Es ist ja so, dass die Menschen da unterschiedlich leicht oder schwer damit tun, Gedanken ziehen zu lassen, so störende Gedanken einfach beiseite zu lassen. Was helfen kann, sind so Dinge wie Meditation, autogenes Training, Yoga, Tai Chi, Sachen eben, die was so diese mentalen Aspekte, diese meditativen Aspekte beinhalten, drinnen haben. Das kann schon sehr, sehr gut unterstützend wirken. Ihr habt ja in der Videobeschreibung, habe ich euch einen Link, einen Amazon-Link hineingegeben. Ja, da findet ihr Bücher genug zu dem Thema, wenn euch das interessiert. Auch in meinem Buch Intuitiv Bogenschießen, die Kunst, sich nicht selbst im Weg zu stehen, sind Methoden gegeben, wie man sich halt, wie man so leichte Meditationen und autogenes Training durchführt. Das kann sehr dabei helfen. Bezogen aufs Bogenschießen jetzt, wann euch das passiert, und wir können es ja nicht verhindern in Wirklichkeit, dass uns dieser Gedanke kommt, hoffentlich passiert dieses oder jenes nicht, dann versucht es einfach, euch aufs Ziel wirklich zu konzentrieren, zu fokussieren. Ja, das ist dieses viel zitierte, was ja viele Bogenschützen sagen, einfach aufs Ziel fokussieren, weil dadurch die anderen störenden Bilder weggehen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich mich eben auf den Bewegungsablauf selbst einlasse, sage ich mal, und jetzt da eben auch nicht versuche, mir zum Denken, ich darf dieses oder jenes nicht tun bei der Bewegung, sondern dass ich einfach in meiner Wahrnehmung quasi mir selber beim Bewegungsablauf zuschaue und meine Aufmerksamkeit einfach nur auf den Bewegungsablauf richte. Einfach ohne zu versuchen, diesen Bewegungsablauf zu beeinflussen. Das trägt auch dazu bei, dass er diese störenden Dinge von wegen, ja, hoffentlich treffe ich nicht den Baum, nicht den Felsen etc., dass diese Dinge vergehen und ausgeblendet werden.
Was jetzt außer eben Meditation und aufs Ziel fokussieren, auf den Bewegungsablauf konzentrieren, auch helfen kann, beziehungsweise auch sehr gut hilft, ist schlicht die Gewohnheit, die Übung. Das bedeutet, wenn Sie jetzt zum Beispiel Probleme damit habt, knapp Bäume vorbeizuschießen, das haben relativ viele Schützen, dass sie Angst kriegen, von wegen sie könnten den Baum treffen, dass man sich dann bewusst solche Schüsse sucht und solche Schüsse bewusst übt. Ja, weil mit der Zeit stellt sich da einfach ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Ja, man verliert so die Befürchtung, dass man den Baum treffen könnte und lernt einfach damit umzugehen. Das ist, man gewöhnt sich oder an fast alles. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er kann sich an relativ viel gewöhnen. Und natürlich kann er sich beim Bogenschießen daran gewöhnen, dass da Bäume im Weg sind, dass da irgendwo Felsen sind, wo der Pfeil bei einem Fehlschuss kaputt werden könnte, etc. Das heißt, man kann diese Situationen einfach immer wieder üben und dadurch stumpft man ab. Man kann so sagen, klingt zwar jetzt nicht so schön, aber es ist so, man wird halt dann weniger sensibel auf diese Dinge, sie stören einen weniger. Gut, das war schon wieder zum Thema. Wenn Sie ein Problem habt mit dem rosa Elefanten, ich nehme an, er war zwischenzeitlich verschwunden, der rosa Elefant, jetzt ist eben der rosa Elefant wieder da. Wenn Sie ein Problem habt mit dem rosa Elefant, dann versucht es eben nicht an den rosa Elefanten zu denken, sondern denkt an irgendwas anderes, lasst eure Gedanken ziehen, konzentriert euch auf euer Ziel, schaut euch die Werbung da daneben auf YouTube oder was auch immer. Ja, und dann werdet sehen, dass der rosa Elefant, soll ich jetzt nicht sagen, weil dadurch taucht er wieder auf, eben verschwindet. In diesem Sinne, also nicht den rosa Elefanten treffen, sondern alle ins Gold, alle ins Blatt. Pfiat euch, macht es gut, bis bald.